Heute häkeln wir dieses Blatt für unsere Rose. Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wohlaus-Team. Ja, heute geht es um dieses Blatt. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie wir diese Rose häkeln. Heute geht es hier um dieses Blatt dafür. Ich habe das hier mit der Luxury Merino gehäkelt. Ist von King Cool. Ein ganz, ganz wirklich tolles Garn. Dieses hier ist die Farbe Dill. Das Dunkle ist die Farbe Meadow, meine ich, heißt sie. Ihr müsst einmal reinschauen im Shop. Da gibt es mehrere Grüntöne. Ich habe mich hier für diesen Rosa, für die Rosa Blüte, für die Farbe Dill entschieden. So. Zu den Angaben sind 50 Gramm Knäule und 100% Merino-Wolle ist das, hat das Ganze auf 50 Gramm 140 laufende Meter. Wir brauchen natürlich eine Häkelnadel. Ich nehme die 4er Häkelnadel. Ja, dann würde ich sagen, dann wollen wir mal starten. Wir starten mit einem ganz normalen Anfangsknoten und häkeln 11 Luftmaschen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, jetzt kommt eine feste Masche in die dritte Masche hier von der Nadel, also 1, 2 und in die dritte Masche, da kommt jetzt eine feste Masche rein. In die nächste Masche, warte mal, ich komme mal wieder einen Tucken runter zu euch. In die nächste Masche kommt ein halbes Stäbchen, also einmal den Faden hier um die Nadel, in die nächste Masche einstechen, den Faden holen, haben drei Laschen auf der Nadel, den Faden holen und durch alle drei durch. In die nächste Masche kommen zwei ganze Stäbchen rein. Also hier wieder den Faden um die Nadel gewickelt, in die nächste Masche einstechen, den Faden holen, drei Laschen auf der Nadel, den Faden holen, einmal durch zwei Schlaufen, Faden holen und noch einmal durch zwei. Und nochmal hier ein ganzes Stäbchen. Also zwei Stäbchen hier in diese Masche. Jetzt kommt ein Doppelstäbchen. Dafür schlagen wir zweimal den Faden hier um die Nadel, stechen in die nächste Masche ein, holen uns den Faden und gehen durch zwei Faden holen, durch zwei Faden holen und durch zwei. In die nächste Masche kommen zwei Doppelstäbchen rein. Also wieder zweimal den Faden um die Nadel und immer durch zwei Faden holen, durch zwei Faden holen, durch zwei und das Ganze noch einmal durch zwei, zwei und durch zwei. In die nächste Masche kommt jetzt wieder ein halbes Stäbchen rein. Jetzt habe ich mich gerade verguckt. Sorry, in die nächste Masche kommt kein halbes Stäbchen rein. Nein, nein, nein. In die nächste Masche kommt wieder ein Doppelstäbchen. Habe mich gerade in der Zeile einmal vertan. So, durch zwei, durch zwei, durch zwei. Also ein Doppelstäbchen. Jetzt kommt in die nächste Masche wieder zwei ganze Stäbchen, also zwei normale Stäbchen. In die nächste Masche. Ein halbes Stäbchen, da kommt nämlich das halbe Stäbchen in die nächste Masche. Durch alle drei. Und hier in die letzte Masche. Da kommt jetzt eine feste Masche.
Ein halbes Blatt ist jetzt schon fertig. Jetzt arbeiten wir 5 Luftmaschen. 5. Und arbeiten jetzt hier zurück Kettmaschen. Also hier die erste lassen wir aus, in die zweite Masche, in die Masche einstechen, den Faden hier durchziehen und gleichzeitig hier durch die Masche. So, eine Kettmasche, 2 Kettmaschen, 3 Kettmaschen und 4. Jetzt häkeln wir hier auf der anderen Seite wieder weiter. Hier ist die Masche, wo wir eben zum Schluss unsere feste Masche reingemacht haben. Da kommt auch noch mal eine eine Kettmasche. So, und jetzt können wir hier wieder ein bisschen dran ziehen. So, jetzt geht das hier am Rand weiter. Und zwar arbeiten wir wieder ein halbes Stäbchen, dafür wieder den Faden um die Nadel gewickelt. In dieses nächste Masche, oder das ist ja eine halbe Masche von der anderen Seite, die haben wir ja schon einmal behäkelt. Hier in das nächste, man sieht es ganz deutlich, hier reinstechen, den Faden holen und durch 3 durch. Jetzt kommt ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche. Durch 2 und durch 2 ein Doppelstäbchen in die nächste Masche. So, durch 2, durch 2 und durch 2. In die nächste Masche kommen 2 Doppelstäbchen rein. Durch 2, 2, 2 und noch einmal ein Doppelstäbchen. In die nächste Masche wieder ein Doppelstäbchen. In die nächste Masche 2 Stäbchen. 2 normale Stäbchen. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Alle 3 durch. Dann haben wir hier unten unsere, ups, dahin, da seid ihr, da. Da kommt eine feste Masche rein. So, und hier oben, da ist ja unser Anfang, die Spitze. Und da kommt noch mal eine Kettmasche. Einmal hier durch und hier durch. Und fertig ist unser Blatt. Ich kann wieder ein bisschen rauskommen. Jetzt den Faden einmal abschneiden. Ich sichere mir das Ganze hier. Und jetzt können wir natürlich schon den Faden hier vernähen. Hier durch. Hier können wir den Faden auch schon abschneiden. Zack. Und dann wird die, wo ich jetzt meine, hier hinten, das ist die richtige Seite, die wird andersrum gedreht. Und dann wird hier das Blatt unter der Hose hier einmal festgenäht. So, das war es schon. Kurz und knackig. Wie immer freuen wir uns über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von unseren nächsten Videos. So, dann habt viel Freude beim Häkeln und natürlich auch beim Verschenken. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. Gefällt mir unheimlich gut, gerade jetzt, bald ist Muttertag. So, dann tschüss! Eure Bianca vom Wollaus Team.